So, herzlich willkommen zurück zu Spelunky, Folge 2. Hier haben wir aufgehört. Hier spielen wir weiter. Okay, was haben wir denn da? Wir können nach unten und Viereck drücken. Was passiert dann? Achso, da können wir... Ah, und jetzt? Oh. Okay. Toll, dass es auch so eine tolle Physik-Engine noch ein bisschen hat. Finde ich klasse. Ja, komm her. Und, ja. Ich bin echt mal gespannt. Da oben ist, glaube ich, nichts, ne? Nee. Ich bin echt gespannt, wo das Ganze hinführt und ob euch auch das gefällt. Also, sagt mir das ruhig. Ach, Bombentasche kaufen. Ach so, hier haben wir noch so Händler. Um Gottes Willen. Ja, kaufen wir mal eine. Komm, kaufen wir mal noch eine. Was wir haben, haben wir. Ach, kaufen wir alle. Egal. Und Seile. Da können wir alles kaufen. Was wir haben, haben wir. Vielen Dank fürs Einkaufen. Ja, natürlich. So. Zack. Oh, da oben. Wie kommen wir denn da oben hin? Habe ich da irgendwas verpasst? So, bis jetzt läuft es ja eigentlich ganz geschmeidig, ganz cremig. Da oben können wir mit dem Seil gleich hin. Das werden wir gleich mal machen. Oh, er hängt an der Kiste. Oder am Stein. Und wir sind ein großer Höhlenerforscher. Nennen wir ihn mal Fred. Fred, den Höhlenerforscher. Wen haben wir hier? Oh. Oh, Entschuldigung. Hallo? Wie kann ich... Hallo? Oh. Was? Wow. Oh. Bring hilflose Frauen zum Ausgang, um mit einem Kuss belohnt zu werden. Oh mein Gott, ich habe sie, glaube ich, jetzt getötet. Kann das sein? Ich glaube schon. Ja, ich glaube das. So, sie ist jetzt am Ausgang. So, werde ich jetzt mit einem Kuss... Das muss mir auch mal einer sagen. Entschuldigung, ich kann mit Frauen nicht so. Nee. So. Egal. Vergessen wir das Thema einfach. Ja, gut, dann wissen wir das auch jetzt, ja, dass so eine Mechanik da drin ist, dass wir so wie bei Super Mario auch Prinzessinnen retten müssen oder Frauen. So, oh, wunderbar. Oh, was, aua, was war das denn? Was war das denn? Und was müssen wir hiermit machen? Neuer Eintrag. Eine goldene Statue, die durch tödliche Fallen bewacht wird. Bringen Sie zum Ausgang, um eine dicke Belohnung zu erhalten. Oh Gott. Ja toll, wie soll ich die denn jetzt, Hallo? Aua. Na toll, jetzt sind wir tot. Super, das hat ja toll geklappt. Man wird ja sogar von der eigenen Statue erschlagen. Ja, ist ja toll. Haben wir das auch mal gesehen? Oh, da war eine Schlange drin, das wusste ich ja gar nicht. So. Der Flattermann kommt wieder. Der Höhlenentforscher. Ja, wir kaufen mal wieder alles bei ihm. Was wir haben wir. Und schauen wir mal, dass Fred jetzt hier da oben sich ein bisschen besser anstellt. Und bei der Frau natürlich. Die wir jetzt retten werden, anstatt zu töten. Din, din. Ist richtig cool, ist richtig entspannend, chillig. So, Mädchen, wie rette ich dich denn jetzt hier? Wie, kriege ich dich denn dazu, dich... Ach so, oh Gott. Da komm mal mit. Ich trage meine Frau nach dem Disco-Besuch auch immer so nach Hause. Ja. Kann ich es auch wegwerfen? Ja. So, Entschuldigung. Ah, die leben dann noch. Okay. Oh. So, ja. Oh.
Okay, das war nicht sehr. Da steht's ja eigentlich, ne, dass man sie schleudern kann. Okay, ja, da ist schon die erste Hürde. Ich gedacht habe eigentlich, es dauert noch ein bisschen länger. Aber dem ist nicht so. Oh. Das war zu weit. Das war besser. So. Jetzt kaufen wir wieder alles. Danke für den Einkauf. Sehr schön. Ich würde sagen, wir holen erstmal oben, bevor wir das Mädchen holen, holen wir erstmal jetzt oben die Figur. Das ist doch viel, viel besser. Weil dann brauchen wir nämlich nicht nochmal nach oben. Ah, hier ist noch eine Kiste, die wir noch eben holen werden. Sehr schön. Ich denke mal, das Geld brauchen wir später natürlich auch nochmal. Was macht der denn da oben? Ich kann mich nicht entscheiden, ich kann mich nicht entscheiden. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Na, komm her. Oh, toll, super. Hätte ich das gewusst. Da hast du. So. Jetzt muss man natürlich aufpassen. Wo ist die Falle? Wo ist die scheiß Falle? Von wo kam das? Kam das von oben oder von unten? Ach so, die Falle ist, glaube ich, schon kaputt. Okay, wie kriege ich das nach oben? Das ist eine gute Frage. Ach, ich weiß wie. Bin auch bescheuert. So geht's natürlich auch. Muss nur ein bisschen Köpfchen anstrengen, Reflex. Bisschen Köpfchen musst du schon anstrengen, ja? So, den werde ich jetzt... Neuer Tagebucheintrag. Eine tödliche Schlange mit charakteristischem Kopf und giftigen Biss. Charakteristischen Kopf. Okay. So, ja, das heißt für uns, wenn wir oben jetzt eben noch die Dame retten. Die Dame des Herzens. So. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, dass wir nochmal zu ihr gehen? Niemand natürlich. So, Hallöchen erstmal. Ich grüße dich. So, darf ich dich aufnehmen? Wunderbar. Das ist auch ein geiler Anspruch. Darf ich dich aufnehmen? Sagen Sie, haben Sie Wasser in den Beinen? Meine Wünschelrute schlägt aus. So, ja. So, das wollte ich gar nicht. Nein. Wie dumm sie aber auch ist und rennt direkt in die Stacheln rein. Okay, dafür konnte ich jetzt aber nichts. Also das ist jetzt dumm gelaufen, ja? Oh, da oben ist noch eine Kiste. Die nehmen wir doch direkt mal mit. Was wir haben wir. So, sehr schön. Nein. Was mache ich denn? Mist. Ich komme so da gar nicht... Ach so, ich kann ja auch rennen. Ich vergesse das immer, dass ich noch rennen kann. Stimmt ja, da war ja was. Oh mein Gott. So, also, dass immer wieder die Leute anrufen müssen, wenn ich Let's Plays mache. Ich weiß es gar nicht, warum. Mein Gott. Jetzt schmeißt der Schlange doch die Steine von den Schädel. So. Also. Dann gehen wir jetzt mal. Das ist jetzt ein bisschen frustrierend. Ein wenig frustrierend, aber ihr wisst ja selber, dass ich hier irgendwie... Aua. Aua. Der stinkig auf uns. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, dass er stinkig auf uns ist. Oh Mann. So, also nochmal von vorne. Wir haben ihn geschlagen, so wie es ausschaut. Wir haben ihn geschlagen. So, zack, zack, zack. Wir dürfen ihn also nicht schlagen, weil dann gibt's Theater mit ihm hier. Das wissen wir jetzt also. Gut, dann... Also, alles nochmal von vorne. Mein Gott, das zieht sich jetzt eine ganze Folge für ein ganzes Level. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
So. Zack, da hinten die Kiste noch mitnehmen. So, 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 so. So, so. Ach, das war von da drüben, okay. Jetzt weiß ich, wo die Falle war. Ob man da auch ausweichen kann? Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Geh sterben. So. Da war diesmal keine Schlange drin, nicht so wie gerade. Ich werde jetzt erstmal die Dame des Hauses nochmal holen. Und ich hoffe nicht, dass sie diesmal in die Stacheln rennt. So hohl kann man doch nicht sein, oder? So, zack, zack, zack. Auf geht's. So. Zack, nehmen wir sie mit. Darf ich sie mitnehmen? Ich trage sie auf meinen Schultern, auch wenn es nicht meine Schultern sind, sondern eher der Fußboden, wo ich drüber ich sie schleife. Sieht doch ein bisschen komisch aus. Ach ja. Und das ist nur das Tutorial. So, lassen wir sie mal da hinten stehen. Obwohl, wir nehmen erstmal sie mit, weil sie ist die Einzige, die sie bewegt. Der Kopf ja nicht. So. Nein. Mann, lass sie doch da liegen. Lass sie doch da liegen, ich will den dämlichen Stein haben. So. Komm her, Flattermann. Aua. Achso, da muss ich jetzt natürlich... R1 verrennen, ne? Genau. Uah, sorry. Ich werde eben mal... So, jetzt ganz schnell den... Kopf holen, nicht sterben. Das ist ganz, ganz wichtig, nicht zu sterben. Uah, hallo? Nicht zu sterben. Das sieht bis jetzt ganz gut aus. Ich werde da oben noch die Kiste noch eben mitnehmen. So, nicht dämlich anstellen, sondern die Kiste mitnehmen. So. Wie nehme ich denn Musik? Ach, die muss ich da wahrscheinlich reinschmeißen, ne, oder? Aha. Und den muss ich... Achso, und den muss ich dann mitnehmen. Na, nimm ihn auf. Sehr schön. Wunderbar, das haben wir. Klasse. Richtig geil. Wer auch immer dieses Tagebuch in den Händen hält, ich hoffe, es wird von Nutzen sein. Mir hat es gute Dienste geleistet. Gute Dienste erwiesen. Doch ich brauche es jetzt nicht mehr. Ich steige hoffentlich ein letztes Mal in die Höhlen runter und ich kehre erst zurück, wenn ich den ultimativen Schatz in den Händen halte. Oder warten noch größere Genüsse darauf, entdeckt zu werden? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Nimm diesen Schlüssel, eröffne den Eingang zur Mine. Folg meiner Spur, wenn du es wagst. Viel Spaß beim Forschen, Yang. Okay, das war der liebe Yang, den wir jetzt auch im Tutorial gespielt haben. Jetzt sind wir dran. Jetzt dürfen wir mit seinem Schlüssel die Mine betreten. Und... Ja, dann geht's jetzt los. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Das war jetzt alles nur Tutorial. Die Wände bewegen sich. Oh, okay. Mine 1 von 1. Das erinnert mich an die alten Zeiten von Super Mario, bin ich ganz ehrlich. So, die Mine. Eine verlassene Mine mit vielen tiefen Schächten. Ja, wer hätte das gedacht? Wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen. Kann er denn auch schon alles? Ja, er kann auch schon alles. Okay. So. Dann wollen wir mal, au, au, au. Toll. Spinne. Spinne. Größer als die gewöhnlichen Hausspinne. Lass dich nicht von ihnen erwischen. Toll. Aber ich würde sagen, was die Spinnen hier für uns sonst noch bereit halten und was der Zyklop jetzt in dieser Mine macht, würde ich sagen, seht ihn in einer weiteren Folge, Spielunki und, oder Spielunki, ich vertue mich da mal, und dann, ja, sehen wir uns... Hier an dieser Stelle weiter. Ich verkrümel mich ein bisschen. Also macht's gut. Tschüss.